Servus Jonas vom TSV Ampfing. Mit 26 Toren in 30 Spielen hast du ja eine Marke erreicht, die sich wirklich sehen lassen kannst. Wie kommt es dazu, dass man so viele Tore in einer Saison erzielen kann? Ja, hallo. Ich war alle gut und die Mannschaft hat zu viele geholt. Und ja, erste Spiele nichts funktioniert. So besser wie andere, aber ja, die nächsten Spiele alle funktionieren gut und ich sind viele Tore und Trainer zu viel helfen mit mir. Und ja, Mannschaft sind fit zum Beispiel und gut, ja. Und wenn man so viele Tore macht, ruft dann nicht auch nochmal vielleicht ein anderer Verein an und versucht einem zu einem Wechsel zu überzeugen in der höheren Klasse? Ja, hat dann gerufen Rosenheim 60 mit mir und Kirchhain Schoring auch, schreiben mit mir die Trainer Yunus Karamin und ja, ich will bleiben in Anfang noch und ich will das Jahr als erster Platz und minimal zweit für Relegation. Genau, obwohl ihr das erste Spiel verloren hattet, jetzt leider 0-3, steht trotzdem, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Tabellenplatz oder Relegationsplatz diese Saison. Ja, erstes Spiel ist erstes Spiel und ja, es sind viele neue Spieler in der Mannschaft jetzt und ich glaube die Mannschaft ist nicht ganze Spieler fit für bis jetzt und ja, schauen wir mal, ist nur ein Spiel, es sind noch viele Spiele und ja, zum Beispiel gewinnen. Nächste Spieler zum Beispiel ist hat Chance für erste Platz oder zweite Platz. Klar. Gut, und zum Schluss noch die wichtigste Frage. 15 Kästen Bier, was passiert denn damit? Trinkst du das alles alleine oder teilst du das mit der Mannschaft? Ja, viele lassen in der Kabine für Mannschaft. Ja, ist nicht nur meine Bier, sondern für die ganze Mannschaft. Ganze Mannschaft spielt in letztes Jahr und zum Beispiel ohne Kollege, ohne guter Pass für Tor sind keine Chance für so viele Tore wie letztes Jahr. Ja, und eine Kiste ist für die letzte Trainer, Sim Schala. Danke für letztes Jahr und viel Glück in neue Mannschaft. Super. Dann danke schon. Gerne, dann wünsche ich viel Glück für die kommende Saison und viel Spaß mit dem Bier.